Hallo zusammen, ich hier ist wieder Deutschland und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Toy Guide präsentieren. Und zwar geht es heute um gleich zwei Toys, die hidden sind, also sprich, die nicht in der Toybox angezeigt werden, bis ihr sie gelernt habt. Und dementsprechend habe ich auch erst gerade rausgefunden, dass es sie gibt. Und zwar seht ihr gerade mal hier die Toys, die ich noch brauche. Das sind insgesamt 6 Stück. Und dann schauen wir einfach mal drüber. Das sind zwei von der Paragon-Kiste, einmal von dem Herz, wo man, glaube ich, auf Stufe 70 haben muss, zwei vom Braufest und diese Sphäre aus Nordend. Ne, das sind alle, die ich noch brauche. Jetzt habe ich aber eben einen Toy bekommen, hier, Buch der Entfesselten, was ich lernen kann und hier nicht mit dabei ist. Und sobald ich das lerne, müsste ich hier nicht 596 als Max haben, sondern 97, beziehungsweise, wenn das so funktioniert, wie ich denke, sind es sogar 598. 98, jetzt musste ich kurz überlegen. Genau, also sprich, müsste ich gleich zwei Toys kriegen. Wo bekommt man das jetzt her? Und zwar seht ihr, ich bin gerade auf dem Hordenschar und habe hier diesen Anhänger, und zwar den Wim Salzherz auf Stufe 20 gebracht. Da habe ich eine Quest bekommen, die konnte ich abgeben und habe dann direkt dieses Toy erhalten. Selbiges gibt es bei der Allianz auch. Und zwar müsst ihr bei der Allianz einen anderen Anhänger hochbasteln. Und das ist genau den ich noch nicht auf 20 gebastelt habe, und zwar der Schafsherr Ori. Es ist nämlich so, dass ein Anhänger, den ihr hochbastelt, euch ein Toy gibt, ein Anhänger bringt euch einen Mount, da habe ich schon ein Video gemacht zu, und ein Anhänger bringt euch dementsprechend ein Pet. Diese drei Sachen bekommt ihr. Das Toy hatte ich bis jetzt noch nicht gehabt, das habe ich jetzt mit dem Hordenschar quasi erspielt. Sobald ich das jetzt quasi einmal lerne, müsste ich auch die Allianz-Variante bekommen, zumindest wurde mir das so gesagt. So, jetzt setzen wir das mal ein. Und zwar, wenn ich das lerne, so wie ich es gesagt habe, jetzt bin ich bei 598. Dementsprechend habe ich zwei Toys bekommen. Und jetzt schauen wir mal, was es genau macht. Und da unten haben wir schon Buch der Entfesselten. Und was macht das? Lest das Buch und ruft euch die Erinnerungen der Entfesselten ins Gedächtnis. Und das setzen wir jetzt mal ein. Und wie ihr seht, bin ich jetzt einer von diesen kleinen entfesselten Typen. Hier so ein... So ein schicker Typ, sehe eigentlich fast genauso aus wie mein Anhänger. Ja, also bin quasi so ein Wassergoblin. Oder Giblin heißen die, glaube ich, die Wassergoblin. Ja, ist auf jeden Fall eine schicke Sache. Was ich mich frage, wenn ich jetzt gleich aufmounte, ob ich dann... Achso, schau mal, wenn ich in die Katzengestalt gehe, dann behalte ich die Verwandlung. Das ist eine coole Sache. Jetzt bin ich quasi im Bären auch so ein Giblin. Wenn wir jetzt aufmounten, ob das dann auch bleibt... Ja, okay, das hat sogar eine Mount-Form. Viele von diesen Verwandlungseffekten können nicht aufgemountet angezeigt werden. Das ist auch wieder ein kleiner Wink dahin, dass das vielleicht ein verbündetes Volk werden könnte. Okay, das zum einen. Und jetzt müsste ich auf der Allianz-Seite quasi das Allianz-Pandor bekommen. Und zwar ist es ein Talisman der Ankuana. Ankoana, das ist der hier, und ich weiß nicht, ah, schau, den kann ich nur mit der Allianz benutzen. Geschnitzter Talisman der Ankoana heißt das Ding. Und das schauen wir uns jetzt halt einfach mit meinem Allianz-Char an. Dann müsste ich halt einfach zu einem Ankoana werden, ne? Ankoana, da haben wir es. Das setzen wir jetzt mal ein. Und tada, ich sehe jetzt genauso aus hier wie so ein Ankoana. Und ja, ist eine schicke Sache. Auch da werden wir jetzt mal kurz gucken, ob das eine Mount-Form hat, das Ding. Nein, seht ihr? Das Ding hat keine Mount-Form. Das ist sehr interessant. Das lässt uns vielleicht spekulieren, dass die Giblins ein verbündetes Volk wären und die Ankoana anscheinend nicht, ja? Weil die keine Mount-Form haben. Warum sollte man den Giblin eine Mount-Form geben, wenn man sie nie im Spiel braucht? Aber gut, sei es drum. Das haben wir jetzt einmal uns angeguckt. Wie gesagt, einfach euren Anhänger auf Stufe 20 hier hoch leveln in Nasirtar, und das macht ihr, indem ihr euch täglich hier einen Anhänger aussucht. Dann kriegt ihr eine Quest im Lager und zwei andere World Quests, oder nicht World Quests, sondern Dailies, also mit diesen blauen Ausrufezeichen, werden euch quasi hier im Gebiet angezeigt. Die nehmt ihr an, macht die drei, bekommt für jeden 100 Ruf, und ihr braucht genau 300 Ruf, also drei Dailies, dass ihr dementsprechend ein Level aufsteigt. Heißt, ihr müsstet theoretisch 20 Tage diese drei Dailies machen, dann habt ihr ihn auf Stufe 20. Oder ihr macht noch zusätzlich diese komischen Baumbosse mit, die so einen Ruf-Token droppen können. Da hatte ich ja schon mal ein Video zu gemacht. Beziehungsweise es gibt dann noch ein paar andere Mobs hier im ganz Nasirtar, die Items droppen, wo man nochmal die bei den Anhängern abgeben kann. Das droppen aber alle möglichen Mobs, und
das würde ich euch nicht empfehlen zu farmen, weil das eine viel zu beschissene Drop-Chance hat. Deswegen werden wir da jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen. Macht die Dailies, nehmt die Baumbosse einmal die Woche mit. Das ist die Sache, die ich auch mache. Und das andere kann man machen, wenn man ganz viel Langeweile hat, würde ich aber nicht empfehlen. Gut, damit sind wir am Ende vom Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen. Euer Tela, bis dann. Ciao.